Hallo, lieber Angler. Wir machen jetzt hier eine schöne Drift und zwar im Sommer mit etwas ganz anderem, nämlich mit diesen Mythosköder. Und einer dieser Mythosköder ist der Spinnerbait. Und was man damit alles fangen kann und vor allen Dingen, was man beim Spinnerbait-Angeln beachten sollte und welche verschiedenen Spinnerbaits es gibt, das zeige ich euch heute. Und jetzt schauen wir mal mit Charlie, was da ankommt. Oh, schön. Der ist gut. Toller Hecht. Puh. Mit Spinnerbaits kann man viel Wasserfläche absuchen und auch an Tagen, wo wenig Fisch geht, ist so ein Spinnerbait keine schlechte Waffe, um Hecht, Barsch und Zander zu fangen. Das ist der Übeltäter gewesen. Der geht. Auf Wiedersehen. Puh. Hat ein bisschen was gedauert, aber was lange währt, wird endlich gut. Und auf Spinnerbaits ist an vielen Tagen richtig Verlass. Und das ist ein Köder, den es schon seit den 50er Jahren gibt, in Missouri, entwickelt von ein paar ganz verrückten Black Bass Anglern und hat mittlerweile seit vielen, vielen Jahren wieder eine sogenannte Neugeburt erlebt. Und auch bei uns in Europa ist dieser Köder aus der Kiste von Raubfischanglern nicht mehr wegzudenken. Manchmal muss man aufpassen, wo man seine Köder hinlegt, denn der hier lag hier oben. Ich habe immer so ein paar zur Auswahl zum relativ häufigen Wechseln und das wäre im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose gegangen. Ja, das war der Übeltäter hier, ein großer Spinnerbait zum Hechtangeln. Und hier seht ihr so ein paar Details, die ich euch im Detail noch erklären möchte. Und zwar einmal hat er hier einen Trailerhook, das ist so ein extra Haken, der dafür sorgt, dass ein großer Köder, gerade hier, wenn viele Fransen dran sind, doch noch bei einem Überbeißer, so eine Art von Stinger, würde man beim Gummifischangeln sagen, doch noch den Fisch hakt. Und obwohl ich hier keinen zusätzlichen Gummifisch oder einen Twister noch dran gemacht habe, was man allerdings machen kann, wie das aussieht, das an einer anderen Stelle in diesem Tutorial später mehr. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Spinnerblätter. Hier zum Beispiel seht ihr ein Indianer-Spinnerblatt, das große hier, und das Colorado, das kleinere hier. Dann gibt es noch das sogenannte Willow und das Oklahoma-Spinnerblatt. Und was diese Spinnerblätter alles so gemein haben, was die Spinnerblätter so unterschiedlich macht, wo man sie am besten einsetzt und vor allen Dingen nicht zu vergessen, wie dann der Spinnerbait im Ganzen funktioniert, weil eben diese Spinnerblätter unterschiedliche Eigenschaften haben im Wasser und an bestimmten Tagen fangen bestimmte Spinnerblätter besser als andere. Und das zeige ich euch heute. Hallo, liebe Raubfischangler. Was ich hier in Händen halte, sind Spinnerbaits. Das sind Köder, die es schon über 70 Jahren auf dem Angelmarkt gibt. Und zwar irgendwann in den 50ern sind diese Köder von einem pfiffigen Bassangler in Missouri erfunden worden und heute in den letzten 2-3 Jahren zu einem echten Hype, gerade was das Angeln in verkrauteten Gewässern betrifft. Gerade die große Version hat sich zum Hechtangeln besonders herauskristallisiert, genauso wie die kleineren Versionen zum Zander und zum Barschfischen. Das Schöne an diesen Spinnerbaits ist, dass sie dem normalen Lauf eines gewöhnlichen Spinner, einen sogenannten Inline-Spinner, was ihr ja kennt, was in der Mitte die Achse hat und darüber dreht sich eben um diese Achse herum das Spinnerblättchen, einen ganz anderen Lauf haben. Und natürlich, man ist in der Lage und kann hier unten an diesem mit einem Bleikopf oder mit einem Gewicht versehenen Haken, sogar noch einen Trailer, da sind Körz dran, unterschiedliche Sachen dranbämseln. Was man da alles machen kann, wie diese Köder funktionieren, das zeige ich euch heute. An allererster Stelle möchte ich euch ganz gerne damit vertraut machen, welche Spinnerblätter es gibt. Denn im Angelgeschäft werdet ihr sowohl langgezogene Blätter finden, als auch so eierförmige oder auch ganz gedrungene Spinnerblätter. Was diese Blätter untereinander ausmachen, wann man sie am allerbesten einsetzen sollte, das jetzt hier kurz im Überblick.
Blick. Da hätten wir an allererster Stelle das sogenannte Colorado-Spinnerblatt. Hat nichts mit Haribo zu tun, Haribo Colorado. Nein, dieses Spinnerblatt ist so eiförmig und auch etwas gedrungener. Erzeugt einen unwahrscheinlich großen Druck unter Wasser. Lässt den ganzen Spinnerbeet auch etwas flacher laufen. Also wenn da Druck drauf kommt, das bremst auch den Köder und der Köder kommt auch etwas höher. Zum weiteren großen Vorteil von diesem Colorado-Blatt ist, es macht eine sehr starke Frequenz unter Wasser und wird von den Fischen gerade im trüben Wasser sehr gut wahrgenommen. Und man kann den Köder auf diese Weise besonders flach fischen. Also wenn ihr sehr viel Kraut im Wasser habt und nur ganz wenig Platz unter der Oberfläche, dann könnt ihr den Köder, wenn ihr den einkurbelt, sogar schon fast mit dem Spinnerblättchen, mit dem Colorado-Blatt durch die Wasseroberfläche durchbrechen lassen. Also gedrungene Form, Colorado-Blatt. Die zweite Form ist eine langgezogene Form. Das ist hier das sogenannte Willow-Blatt. Das sind diese langgezogenen Blätter. Es ist die Willow-Form. Die langgezogene Form hat deutlich weniger Wasserwiderstand, fast gar keinen Wasserwiderstand. Aber was viel wichtiger ist, hier wird an diesem Köder an der Oberfläche auch ein besonders starker Flash-Reflex erzeugt. Das heißt also, dieser Köder, den könnt ihr prima schnell einkurbeln. Und dieser Köder wird vor allen Dingen auch im tieferen Wasser hervorragend laufen. Wird sehr gerne genommen, wenn das Wasser sehr klar ist. Vor allen Dingen dann auch die gehämmerte Oberfläche, weil wenn ein Spinnerblatt gehämmert ist, so wie hier, gibt es besonders viele Lichtreflexe. Lange Version eben für Fischen in der Strömung oder wenn ich tiefer runtergehen muss und wenn ich vor allen Dingen auch schneller den Spinnerbeet präsentieren möchte, dann das Willow, das langgezogene Blatt. Dann gibt es so eine Zwischenform, das ist hier das Oklahoma-Blatt, sieht man nicht so häufig bei den traditionellen Spinnerbaits, eher so von denen in Japan, gerade wenn es in Richtung Tournament geht, dann werden häufig diese Oklahoma-Blätter verwendet. Die sind quasi ein Willow-Blatt, ein langgezogenes Blatt, nur etwas breiter genommen, aber die sind gleichförmig, von hier und da, von der Spitze her gleichförmig, erzeugen unter Wasser eine besonders auffällige Frequenz und wird sehr, sehr gerne verwendet von dem ein oder anderen kleineren Spinnerbait-Hersteller und läuft vor allen Dingen sehr, sehr gut, gerade wenn es auf Barsch geht. Last but not least haben wir das Indianerblatt. Das Indianerblatt, das sieht so aus, etwas langgezogener, nicht ganz so dick wie das Colorado, ist ein wenig neutral. Das ist ungefähr so zwischen Willow-Blatt und Colorado-Blatt. Wird sehr gerne zum Hechtangeln verwendet. Hier wird vor allen Dingen eine große Druckwelle erzeugt, aber der Köder, der läuft nicht von vornherein sehr flach. Also bei dem Colorado habe ich ja gesagt, man fängt an, den Köder einzukurbeln, der steigt automatisch schneller. Den kann man auch in leichter Strömung verwenden, aber auch wenn man etwas tiefer fischen möchte. Also das ist sehr, sehr gerne verwendet, gerade bei großen Spinnerbaits, wenn es Richtung Hechtangeln geht, dann verwendet man häufig dieses Indianerblatt. Das waren diese vier wichtigsten Blätter, die ihr euch mal vor Augen führen müsst, wenn ihr mit dem Spinnerbait loslegen wollt und vielleicht den einen oder anderen mal einsetzen und ausprobieren möchtet, aber natürlich immer auf euer atypisches Gewässer oder die entsprechenden Umstände abgezielt. Um euch das hier mit dem Knick vorne in einigen Spinnerbaits besser zu erläutern, habe ich mal so eine Zeichnung vorbereitet. Viele von den amerikanischen Spinnerbaits haben in diesem Metallbügel einfach hier vorne so einen Knick. Also keine richtige zur Öse, sondern einfach nur ein Knick. Das macht doch nicht viel aus, weil in den USA werden die allermeisten Spinnerbaits direkt mit der Hauptschnur verknüpft. Also hier kommt dann einfach ein Knoten und dieser Knoten, der hält auch genau in diesem Knick den Spinnerbait perfekt. Wir fischen fast immer mit einem Stahlvorfach oder mit einem schweren Fluorocarbon-Vorfach und haben dann einen Einhänger. Wenn man das hier mit einem Einhänger machen würde, fängt das Ganze an hier zu rutschen. Und deswegen gehen wir hin und versuchen diesen, wenn wir solche Spinnerbaits haben, natürlich entsprechend diesen Knick dicht zu machen. Ihr müsst euch vorstellen, ein normaler Spinnerbait, so wie hier, der schon so eine Öse hat, das ist kein großes Problem. Ihr könnt den ganz normalen Einhänger, ich zeige euch das mal hier, den ganz normalen Einhänger könnt ihr hier einfach reinsetzen. Egal wie ihr schmeißt, das wird immer schön in dem Einhänger bleiben. Hier wird auch der Einhänger nicht nach unten rutschen oder oben zum Spinnerblatt. Ganz ehrlich, so ein Spinnerbait lässt sich ganz einfach ziemlich blöde schmeißen. Der wird irgendwo vom Wind immer sich in der Luft verdrehen und dann rutscht natürlich auch hier dieser Karabiner auf dem Bügel. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr so eine Öse nicht habt, sondern einen Spinnerbait, ich habe hier mal einen, der ist offen, und ihr wirft den Spinnerbait, hat er natürlich, der Karabiner, jede Menge Möglichkeiten, sich irgendwo
zu verdrehen. Manchmal hält er auch hier und dann kurbelt ihr das durchs Wasser, aber er geht natürlich jetzt nicht runter, da wo er hin soll. Beim Knoten sieht das natürlich anders aus, wenn ihr es festgeknotet habt. Hier in diesem Knick drin ist es kein Problem. Aber sobald ihr mit Karabiner arbeitet, ist das natürlich ein riesengroßes Heckmeck. Und deswegen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also entweder geht ihr hin und macht das mit einem Sprengring. Also ihr sucht euch einen entsprechend großen Sprengring aus und macht den Sprengring hier oben drüber. So wie in diesem Falle. Dann habt ihr hier einen Sprengring einfach oben rüber gelegt. Auch hier habt ihr dann auf diese Weise eine Öse erzeugt. Dementsprechend kann auch nichts mehr wegrutschen. Wer das nicht möchte, der kann das auch mit einem Gummiring machen. Einige Fabrikanten liefern auch diese Gummiringe mit. Also die sind nicht so Zierde da, sondern haben auch definitiv einen entsprechenden Grund. Oder ihr könnt auch hingehen und nehmt aus der Karpfenangelei so eine Gummiperle. Das geht ebenfalls. Die könnt ihr dann einfach hier auch drüber drücken. So, eine Gummiperle hat den großen Vorteil, dass sie ebenfalls wie so ein Ring gut flexibel ist, allerdings deutlich kräftiger. Das sind so die Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Und wer natürlich seine Spinnerbaits zu Hause schon entsprechend vorbereiten möchte, kann das natürlich auch mit Schrumpfschlauch machen. Einfach ein Stückchen Schrumpfschlauch drüber ziehen, dann in heißes Wasser geben. Dann zieht sich der Schrumpfschlauch hier oben zusammen. Dann geht man mit einer heißen Nadel einfach durch den Schrumpfschlauch durch, erzeugt ein kleines Löchlein. Und dann hat man auch so einen Bügel, der jetzt hier offen und frei ist, ganz einfach geschlossen. Also auf diese Weise habt ihr schon mal einen Spinnerbait perfekt in Aktion. Das heißt, im Wurf wird er optimal fliegen. Sobald ihr anfängt zu kurbeln, läuft er optimal. Ganz, ganz wichtig, also entscheidend das Spinnerblatt und jetzt natürlich auch hier in Verbindungsöse. Und jetzt kommen wir zum nächsten entscheidenden Hinweis. Das ist das Fischen mit einem Trailer und einem entsprechenden Trailerhook. Was das auf sich hat, das zeige ich euch jetzt. Solche Spinnerbaits sind für sich genommen, so wie sie jetzt hier aus der Verpackung kommen, an sich schon echte Fangmaschinen. Aber man kann sie natürlich auch noch pimpen. So wie sie jetzt sind mit dem rotierenden Spinnerblatt, was extrem für Druckwelle, aber natürlich auch entsprechende Flash und Blitze im Wasser absondert, um die Fische anzulocken, sowie auch jetzt hier unten der Kopf, wo der Haken sich befindet und zusätzlich mit den ganzen Skirts, da hat man natürlich schon Reizwirkung genug. Aber man kann das natürlich noch verstärken und das geht am allerbesten mit sogenannten Trailern. Das sind Gummifische, Twisterschwänze oder V-Schwänze oder auch ganz normale Pintails, die man einfach über den Haken drüber zieht, um auf diese Weise noch eine Verlängerung, eine größere Darstellung des Köders zu erlangen, aber natürlich auch noch, um zusätzlich Aktion aus dem hinteren Teil zu bekommen. Das ist eine Variante. Man kann natürlich auch diesen Zusatzköder auf den sogenannten Trailerhook setzen. Das ist der Haken, den man oben noch drüber zieht. Was das alles auf sich hat und wie man das am allerbesten befestigt, das zeige ich euch gleich. Und den hier, den mache ich jetzt erstmal fangfertig, denn die Kombination aus hellem Weiß mit diesem Kupferblatt, gerade bei diesen entsprechenden Verhältnissen, wie wir sie heute haben. Ich mag bei leicht bedecktem Himmel mit immer wieder Sonne Kupfer sehr gerne. Kommt die Sonne komplett raus und knallt, ist Silber und Gold bei mir an der Tagesordnung. Und wenn es richtig trübe ist und das Wasser auch trübe ist, nehme ich gerne gefärbte Spinnerblätter, Chartreuse oder Feuertiger, richtig grelle Farben. So, und hier mache ich mir jetzt einen schwarzen Trailer drauf. Den werde ich jetzt mit dem Pintail jetzt hier pimpen. Und zwar komplett krasser Gegenteil. Weißer Skirt und schwarzer Pintail, um hier gerade auch bei dem klaren Wasser mit dem doch recht sonnigen Wetter immer wieder kommen Wolken durch. Deswegen auch das Weiß mit dem Kupferblatt sehr gerne. Und jetzt ziehe ich den ganz normal wie ein Gummifisch quasi auf. Merke mir natürlich die Stelle, wo der Haken etwa rauskommt. Das ist etwa hier, immer so eine kleine Kitsche reinmachen. Dann weiß ich als Hilfestellung, wo der Haken rauskommt. Dann pickst du ihn schön mittig ein. Ganz wichtig ist, dass hier noch wichtiger als beim normalen Gummifischangeln, dass die ganze Angelegenheit schön mittig rauskommt. Gerade rausziehen. Guck, der muss so gerade und auch so gerade stehen. Und dann habt ihr schon einen hervorragenden Köder. Das hier, das zittert nur ganz leicht im Wasser, reicht auch schon völlig aus, weil die maximale Vibration und Wasserverdrängung kommt natürlich oben vom Spinnerblatt, aber unten habt ihr noch so einen kleinen Zusatzreiz, der sehr, sehr viele Fische zum Anbiss überzeugt. Oft ist das allerdings auch ein viel zu großer Köder, den die Fische nicht in einem Haps nehmen. Oft werden sie hier anschlagen und man kriegt mal kurz einen Anbiss und dann ist der Fisch wieder weg. Um das hier, das letzte Stück hier, fehlbisssicher zu machen, da nehmen wir sogenannte Trailerhooks. Und das sind einfache Einzelhaken mit einer großen Öse. Da ist dann so eine Gummimütze hier so drüber. Und die stecht ihr ganz einfach hier oben in den Haken rein.
und schiebt die ganze Angelegenheit hier unten rüber. Auf diese Weise habt ihr sogar noch den Gummifisch, den ihr verwendet, auch noch fixiert, dass er nicht hochrutschen kann bei den vielen Würfen. Und ihr habt noch einen zweiten Haken, dass wenn wirklich ein Fisch von hinten nur mal kurz anschlägt und den großen Haken gar nicht packen würde, hängt er trotzdem am Trailerhook. Also so kann man zum Beispiel prima fischen. Welche Alternativen es noch gibt, das gleich mehr. Wenn ihr etwas mehr Bewegung in eurem Trailerbait am Ende des Spinnerbaits haben möchtet, dann könnt ihr statt eines Pintails natürlich auch auf einen mit Curly zurückgreifen oder mit einem ganz normalen Gummifisch angeln. Und wenn ihr mit Gummifischen fischt, dann bitte schlanke Versionen nehmen, keine mit einem großen, dicken Bauch, weil die wieder durch die starkes Flanken die Laufeigenschaft des Spinnerbaits beeinträchtigen würden. In diesem Fall ein langer Twister mit unten mit so einem Curl, wie hier dieser Ringtease, ist perfekt als extra Trailerbait für so ein Spinnerbait. Und den montiert man entweder auch wieder direkt auf den Haken, aber man kann ihn auch auf eine andere Art und Weise montieren. Das zeige ich euch jetzt. Nämlich, ich nehme gleich den Trailerhaken, den großen, und ziehe gleich auf den Trailerhaken hier oben schön mittig den Köder auf. So schön alles gerade und mittig aufziehen. So, oben bis an das Ende. Gucken, dass schön alles in einer Flucht ist. So wie hier. Oben habt ihr wieder diese Gummilasche, die den Köder entsprechend stoppt, aber auch wiederum dafür sorgt, dass ich hiermit auch den Haken über den Spinnerbait ziehen kann, also den Trailerhaken. Damit habe ich auch wiederum beides, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe einmal einen Trailer, also eine Verlängerung, in den Spinnerbait reinbekommen und ich habe ihm unten sogar noch ein kleines Leckerli, nämlich einen Trailer, angeboten. Auch hier wiederum der große Vorteil, der Köder wird auf diese Weise länger. Noch ganz wichtig, wenn ihr so einen Curl fischt, dann immer mit dem Curl nach oben. Also er muss immer Richtung Spinnerblatt zeigen, nicht andersrum. Dadurch läuft er deutlich besser. So habt ihr den großen Köder, aber natürlich auch durch diese Verlängerung, wenn ein Biss kommt von hinten und der packt den Köder nicht ganz, sondern nur hinten kurz, hängt er trotzdem im Maul. Und das Schöne ist, auf diese Weise habt ihr auch viel Spiel im Köder und verliert auch den Fisch deutlich weniger. Also hier habt ihr auch wiederum einen hervorragenden Köder in der Kombination. Die Gummifische mache ich ungefähr auf ähnliche Art und Weise, allerdings auch hier ganz wichtig, nicht Schwanz nach unten, sondern Schwanz nach oben. Auch das werdet ihr sehen, dass wenn ihr mit dem Schwanz nach oben fischt, der Köder viel, viel besser arbeitet und vor allen Dingen den Wasserdruck, den oben das Spinnerblättchen erzeugt vom Spinnerbait, hier eine komplett andere Silhouette hat. Unten, wenn ihr das so macht, werdet ihr häufig sehen, dass der Twisterschwanz oder in diesem Falle der Hammerschwanz hier nach oben kommt. Also oft seht ihr Unterwasseraufnahmen, wo dieser Hammerschwanz hier nach oben gedrückt wird. Fischt ihr von vornherein so und er kommt nach oben, habt ihr viel bessere Bewegung in dem schlanken Gummifisch, wenn ihr den am Trailer anbietet. Und den biete ich ebenfalls so an, dass ich auch wieder mir einen großen Trailerhaken nehme, den ich dann quasi hiermit aufziehe. Oder ich gehe einfach hin und ziehe den jetzt nicht so auf, wie ihr das machen würdet, dass die Sache so steht, was man ja normalerweise bei einem Jig-Haken auch macht. Nein, sondern wirklich andersrum. Das heißt, ich ziehe den jetzt so aus. Sieht ein bisschen komisch aus, vielleicht auch wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ihr werdet, wenn ihr das unterm Wasser mal vergleicht, werdet ihr feststellen, dass wenn er so angeboten wird und jetzt natürlich der Druck nach oben kommt, er viel gerader läuft und die Silhouette eine viel, viel bessere ist. Und jetzt könnt ihr auch wieder hingehen und oben mit einem entsprechenden kleinen Trailerhook die ganze Angelegenheit auch noch fehlbisssicher machen. So angeboten habt ihr eine hervorragende Kombination zwischen Spinnerbait und Trailerhook, Trailerbait zusammen. Größerer Köder, größere Silhouette, zwei verschiedene Bewegungsmuster. Hier könnt ihr mit den Farben ein bisschen spielen. Perfekte Angelegenheit, um richtig gut Fisch zu fangen. Ich liebe es, eine große Anzahl von Spinnerbaits mitzuführen und dann habe ich das hier in so einem Rig Wallet eingepackt. Hier habe ich dann die Spinnerbaits und Chatterbaits nach Farben, Größen und Modellen sortiert. Und gerade apropos Modelle, ganz entscheidend, dass ihr bei den Spinnerbaits auch darauf achtet. Es gibt welche mit einem langen, großen Bügel. Je größer der Bügel ist, desto besser ist diese Sache fürs horizontale Einleiern gedacht und ihr fischt noch krautfreier. Wenn ihr einen kurzen Bügel habt, dann könnt ihr den
Spinnerbait besonders gut auch bodennah fischen, also über dem Boden sogar teilweise jiggen. Also da dürft ihr im Endeffekt euer Fantasie freien Lauf lassen, ob ihr mit einem großen Bügel fischt, mehr fürs horizontale Fischen oder auch eher bodennah mit dieser Angelegenheit. Hä? Und die schmecken richtig gut? Ja, ist ja jetzt schon gut. Also ihr seht, die Spinnerbaits schmecken allen. Ich hoffe, ich habe euch das Spinnerbaitangeln ein bisschen schmackhaft gemacht. Für die, die das Angeln schon mit diesen Ködern kannten, vielleicht war der ein oder andere Tipp dabei, den ihr vielleicht doch noch nicht so auf dem Schirm hattet und ihr werdet beim nächsten Angeln einsetzen. Für die, die die Spinnerbaits, obwohl sie schon über 70 Jahre alt sind, komplettes Neuland waren, denke ich, dass ihr sie sicherlich an euren Vereinsgewässern mal ausprobieren werdet. Auf jeden Fall habt ihr damit einen Köder, der wirklich viel abdeckt. Vibration, Farbe, grelles Flash, eigentlich etwas, wo immer etwas dabei ist, wo der ein oder andere Räuber nicht Nein sagen kann. Naja, und ein Didi-Tutorial ohne einen super Extra-Tipp wäre natürlich kein Tutorial. Und da habe ich einen dabei. Und zwar mache ich mir sehr häufig an meine Trailer-Baits am unteren Ende auch noch einen kleinen Spinnerblättchen dran. Und zwar verwende ich dann diese TPR-Gummifische oder Gummiwürmer, diese langen, entsprechend zähen Köder, habe dann auf einem kleinen Baitholderhaken hier unten einen Kugellagerwirbel samt entweder Willow Leaf oder Willowblatt oder ein kleines Coloradoblatt dran gemacht. Der große Vorteil hierbei ist, dass wenn ich die Angelegenheit ins Wasser reinschmeiße, das große Spinnerblatt oben hier sich teilweise noch gar nicht dreht. Aber in der Absinkphase drehen sich diese beiden Blättchen hinten und haben schon in der Absinkphase eine absolute Reizwirkung. Und dann, wenn ich natürlich die ganze Sache starte, das große Blatt oben arbeitet, wird hinten das kleine noch immerhin ganz, ganz nervös hin und her zucken und wird natürlich für jede Menge Flash sorgen. Und das ist an manchen Tagen ein absoluter Must-have für die großen Fische. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Kommentar von euch natürlich auch und vielleicht die ein oder andere Anregung, was ihr nächstes Mal sehen wollt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Habt eine tolle Zeit. Bleibt mir gesund. Bis dahin, euer Didi. Tschüss.